Wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr dabei seid. Hier auf der Karte Hof Bergmann. Und wir starten mit den ersten, ja, Let's Plays, also Folgen. Die ersten drei Livestreams sind ja gelaufen. Und jetzt dachte ich mir, ich nehme ein paar Folgen auf, denn morgen geht es ja auf die Gamescom. Freitag habe ich Besuch bis Sonntag, glaube ich. Und von daher möchte ich euch gerne mit ein paar Folgen zeigen und auch hier weiterkommen. Das ist, glaube ich, so das, was ich vorhabe. So, hier könnten wir rein theoretisch praktisch Enten und Hühner holen. Ich weiß noch nicht, was uns die Hühner und die Enten bringen, aber ja, hier wahrscheinlich Eier. Wir haben ja Weizen, also von daher wäre es nicht ganz so schlimm. Und jeden erstmal 5 hole. 10 schwarze. Oh, nehmen braune, ne? Braune. Ich mag auch braune Eier. Ich weiß gar nicht, ob das einen Sinn hat, aber einen Hahn brauchen wir bestimmt auch. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 und ein Hahn. Okay, bestätigen wir mal. Jetzt laufen hier die Hühner rum. Nice. So. Kann man machen. Läuft jetzt hier rein. So. Und dann würde ich gerne noch Enten. Weiße Enten. Das sieht gut aus. 1, 2, 3, 6, 7, 8. 10, genau so. Dann haben wir jetzt auch noch 10 Enten hier rumlaufen. Da gibt es natürlich kein Erpel. Die machen das ganz alleine. Haben wir hier auch Enten jetzt? Ich sehe keine Enten, aber naja. Das Futter geht schon mal rein. Mal schauen, ob wir das jetzt hier bei den Tieren sehen, ja. Ein Hahn haben wir hier und Hühner. Wasser fehlt noch. Aber klappt nicht mit den. Oh cool, die laufen ja wirklich hier draußen rum. Sehr, sehr schön. Aber warum haben wir kein Wasser für die Enten? Das verstehe ich jetzt nicht. So, damit können wir hier mit Sicherheit Wasser holen irgendwo. Kann ich das mal weiter reinschieben hier? Starten nicht wieder überziehen, dann guckt sich keiner die Folgen an. Ich glaube, die durchschnittliche Zuschauerzahl bzw. die durchschnittliche Anschauzeit, die ist, glaube ich, bei 3 Minuten. Das verstehe ich gar nicht. Entweder gucke ich ein Video oder ich gucke es nicht. Klar, gibt es mal einen, der sagt, jo, ist nicht meins, aber na, das war jetzt sehr gefickt. Oh, das war noch geschickter. Hier gegenfahren. Okay. Steht's wieder wie vorher, ne? Ja, müssen wir mal unsere Kräfte nutzen, das nützt nichts. So, einmal hier. Ach, schieben. Sonst haben wir eine Folge nur mit ein- und auspacken. Okay. Wasser war hier hinten, glaube ich, ne? Zumindest ist da ein Wassersymbol. Und ich wahrscheinlich müssen wir wieder irgendwas aufdrehen hier.
und Wassersymbol. Aber nicht jeder kann hier Wasser holen, glaube ich. Abladen, ich habe da gar nichts drin. Hab auf hinten gestellt. Vielleicht das nur für Diesel oder so, mal gucken. Arsch, bevor ich jetzt hier was suche, was nicht geht. Nö, ist für alles. Okay. Anders, ich weiß gar nicht, ob ich was gesehen. Am Feld war, glaube ich, noch was. Eine Art, Und ich weiß gar nicht, ob es einer ist. Mal schauen. Hier noch ist kein Unkraut drauf, ne? Und schauen hier. Kein Unkraut. Okay. Ja, nö. Noch nicht. Und nicht? Doch da. Warum auch immer. Überhaupt ein Anschluss hier für Wasser. Da hinten dann aber. Mal auch nicht, okay. Können wir mal auf die Karte schauen, vielleicht sehen wir da ja was. Molkerei, Kornmühle. Sehe erstmal so nix. So, noch mal auf dem Hof rumschauen. Wo muss ja Wasser geben. Schauen, ob es vielleicht hier mit geht. Da steht ja extra hier. Geht nicht.
irgendwie. Es steht extra hier, ne? Vielleicht vorher noch aufdrehen irgendwie. Hier was. Chat, Chat, Chat. Hier kann ich nicht einsteigen, okay. Okay. Das Schloch geht auch nicht. Ja, ist wieder der Vorteil an einem Livestream. Man kann direkt drüber sprechen. In der Regel wisst ihr das eh schon, was da gemacht werden muss. Aber hier so daneben. Wünsche der nicht, aber er steht. So, jetzt haben wir hier hinten noch mal ein. Hinten wird es ja kein Wasser geben. Das ist ja hier alles Gülle und Gärreste und Universaltank. Natürlich sein, dass wir wirklich hier losdrehen müssen, damit wir dann auf dem Feld was bekommen, aber hier ist ja nichts. Nur der Chat. Die sind ja auch keine Anschlüsse doch hier. Ja, ist auch nicht wirklich ein Anschluss. Komisch, komisch. Wie läuft das mit dem Wasser? Haben wir noch nichts zu sagen können? Gasthaus, Wolle, Vieh. Muss ich Schweinezucht? Okay, was steht denn da? Universalsilo, okay. Lohof Bergmann. Wasserentnahme stellen. Da hinten ist ein Graben. Soll ich da mal hin? Fahren wir jetzt mal hin. Machen wir da jetzt erstmal das Wasser raus. Ist erst die erste Hälfte fertig. Okay. Krach die Flaggen. Das müssen wir irgendwo hier rein. Genau da. Dann sind wir schon an der Reifeisen und da muss auch das Wasser sein. Okay, wo wir nicht dran kommen.
Vielleicht irgendwo Wasser. Da haben sie Wasser. I don't know. So, was soll man denn jetzt? Auf dem Friedhof ist meist Wasser zum Gießen. Können wir da was nehmen? Ich weiß nicht, wo ich jetzt an Wasser kommen soll. Wasser, Wasser, Wasser. Irgendwo muss es mit Sicherheit irgendwas geben. Können wir mal hier hochfahren. Nicht, dass es hier oben Wasser gab, aber es kann sein, dass hier Wasser rein muss, aber Wasser selber ist hier, glaube ich, nicht. Ja, wie kommen wir jetzt an Wasser? Gute Frage. Irgendein Schlauch an der Wand, vielleicht ist ja doch hier. Schade. Kann der Universaltank überhaupt Garage? Okay, der nimmt ja eh kein Wasser. Und ist es, so ein Universal ist es dann doch nicht.
Okay. Hätte ja klappen können. Alles AA her. Auch schon nur Wasser. Die Hühner. Nee. Deswegen. Boah, da muss der Deckel auf sein. Wie ein Kind. Das müsste erstmal reichen. Auf jeden Fall, die Stelle war richtig. Hat ja nur mal eben eine Viertelstunde gedauert. Ja, jetzt läuft ja noch los. War schon okay. Sind die Hühner platt wie ein Teller, war der Bauer wieder schneller. So, können wir das hier vorne reinpacken? Frage, ob ich die Hühner überhaupt gekauft habe, die Enten. Okay, gucken wir mal. Wir müssten es auf jeden Fall sehen, wenn. Nee, habe ich nicht gekauft, ne? Ah, jetzt sind sie auch da. Sehr nice. Enten laufen jetzt hier rum und die Hühner. Die haben wir schon mal. Ja, und was wir auch haben, ist die Folge für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Nacht, schönen Abend. Morgen geht's auf die Gamescom mit Red Matrix. Ich freue mich drauf und wir sehen uns, wenn ihr mögt, dann auch schon dann morgen wieder. Bis dahin, euer Steffen. Tschüss.